aber die Gefahr, wo deine Zigarette gewesen ist. Jetzt bringt er auch noch seine Getränke sehr mit. Er trinkt sehr gerne Sekt. Das ist so der Abschluss des Abends. Genau. Das ist jetzt die Zigarette. Das ist Zigarette, nein, das ist, es hat... Hat auch eine gute Trinkerin. Ja, hat das ist dann heute noch offenbart, wo die Zigarette geblieben ist. Nee. Also. Die kommt gleich wieder vor. Den Hund wir heute nicht. Schon da ist immer, ja, also die ist nach wie vor. Die ist so weit im Wohl, die finden wir nicht mehr. Warum ein Bier? Es hat eine besondere Bewandtnis damit. Ich wusste nicht, dass ihr überhaupt bei euch was im Kind gibt. Beziehungsweise was alkoholisch ist. Gibt es aber. Das Problem ist, wenn man zu viel trinkt, dann lässt man der Fingerfertigkeit immer nach. Das ist verständlich. Ne? Wir tun mal so, als ob ich noch relativ nüchtern sei. Und ich mache mal so einen Fächer. Schaut mal schön aus. Wunderbar. Ja. Und du nimmst irgendeine Karte raus. Irgendeine, wo du möchtest, wie du möchtest, wo du möchtest und nimmst die raus. Welche du möchtest. Lass den sein. So nimm sie das. 2014 haben wir noch ein bisschen. Okay, die hast du? Ja. Und jetzt schaust du dir an und tust dir bitte an die genau gleiche Stelle. Du kannst ja auch an irgendeine Stelle rein, das ist nicht so die große Rolle. Wo du möchtest. So, prima. Sag mal noch, da, hier, seht ihr das? Ja. Und wenn ich das auf die Art und Weise kriege, ich sie gar nicht mehr. Solange ich noch einigermaßen nüchtern wäre, könnte ich, das ist auch falsch. Das ist alles falsch. Vielleicht ist oben. Ich mache es mal ein bisschen anders. Wenn ich noch einigermaßen nüchtern wäre, könnte ich zum Beispiel die Karten so abheben. Ich könnte die Karten aber auch so abheben, wenn ich möchte. Nur dabei aus ästhetischen Gründen, weil das Auge ist ein bisschen mit. Und wenn ich auch noch möchte, ganz wichtig ist, dass die Karten gemischt werden. Und damit ich nicht zum Beispiel so. Jetzt wisst ihr im Prinzip, wo die Karte ist. Aber ich nehme es mal vor, ich will ein bisschen mehr trinken. Dann sehen wir die doppelt. Dann gibt es zum Teil, kann ich immer noch die Karte mischen, die Karten mischen. Schaut aber nicht mehr ganz so gut aus. Kommt zum Teil so ein bisschen zu Ausfallerscheinungen. Und wenn man den letzten Schluck trinkt, den letzten Schnaps, den letzten Uso und so weiter. Kommt zum Teil zum, also ganz erheblichen Ausfallerscheinungen. Dann denkt man sich aber, ist mir scheißegal, kann sowieso alles. Und dann hat man, was man in Bayern nennt, ein paar Nackerte drin. Das heißt, für euch übersetzt, die Karten sind zwar gemischt, aber eure Karte, also deine Karte, ist entweder im Gesicht nach oben oder im Gesicht nach unten. Soweit richtig, ne? Scheint dich aber nicht zu beeindrucken. Ist aber wahr. Ist offensichtlich wahr. Ne? Die muss ja entweder so rum sein oder so rum sein. Wenn ich jetzt zaubern könnte, würde ich einfach nur im Schatten einmal rüberfahren, mit dem Finger schnippen, alle Karten im Gesicht nach unten, ich wäre wieder nüchtern. Und ich hätte deine Karte gefunden. Oh. Zum Beispiel. Nee.